Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich und Mario heute am ersten Weihnachtsfeiertag begleitest. Wir schauen uns wieder diese schönen Level an. Es ist eine Vorproduktion, ist ja eigentlich ganz logisch, weil in den Feiertagen hat man nicht Zeit, irgendwas aufzunehmen. Deswegen Frozen. Okay, ein Musiklevel. Ich bin nicht für Musiklevel, aber heute am ersten Weihnachtsfeiertag schauen wir uns dieses Musiklevel mal etwas genauer an und mal sehen, ob wir die Musik von Frozen, also von diesem Disney-Film, auch erkennen werden. Auf geht's. Wir lassen uns überraschen. Let's go. Okay. Okay. So, Frozen Music. Ja. Weiter geht's. Sehr schön, wow. Also die Melodie, die erste Melodie hat mir nichts gesagt. Die zweite war auf jeden Fall der Titelsong von Frozen. Also den müssten alle auch erkannt haben und wirklich gut gemacht. Wirklich gut gemacht und bekommt auch definitiv ein Herz von mir. Und jetzt stürzen wir uns weiterhin in weitere Level. Ein Musiklevel, ich habe meinen Dienst, es hat geklappt. Have a good Christmas. 70 Sekunden Speedrun-Level. Abschlussrate 11%. Ich bin gespannt, ob wir hier durchkommen werden. Also, los geht's. Christmas Speedrun. So, rutschen. Sehr gut. Und da hätte ich springen müssen. Das habe ich gerade leider übersehen. Naja, dann probieren wir es halt nochmal. Das ist halt, weil auf diesem Bildschirm einfach zu viel passiert. Hier passiert einfach zu viel. Das ist Wahnsinn. Okay, dann müssen wir mal gucken hier. Ich muss mich wahrscheinlich irgendwann wieder mal ducken. 70 Sekunden, jetzt könnte ein Speicherpunkt kommen. Jawohl, sehr gut. Und es geht weiter. Und nochmal rutschen hier. Nochmal springen. Nochmal springen. Boah. Da war... Oh nein. Refreshing am Ende. Warum muss denn das sein, Leute? Na gut, es war relativ kurz. Okay. Aber deswegen durch das Refreshing. Ein schönes Level gewesen, aber die sind zu überladen, die Level, finde ich. Die sind einfach zu überladen. Man kann sie spielen, aber ein Herz bekommt es diesmal von mir leider nicht. Tut mir leid. Na gut, Musik, klassisch, Musik, Themenlevel. New Super Mario Bros. Wii. Ah, Musik nur, Rätsel, Tower bis Hidden Keys. Sowas haben wir doch schon mal gespielt, glaube ich. Mini Castle ist gut, 33% Abschlussrate. Wahrscheinlich ein Castle nur, was auf sich alles halt auf einem Bildschirm abspielt. Wir gucken mal. Dann wollen wir das Schloss mal... Aber ich glaube, sowas hat man auch schon...
sowas hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja, da brauchen wir ein P-Switch. Warte mal, hier kann ich unten durch. Ich muss da hoch, ne? Oder? Ich muss hier hoch, okay. Und jetzt muss ich dieses Ding runterholen da. So, dann können wir hier durch. Kommen da oben hin. Bekommen den Schlüssel. Und können da rein. Wir können natürlich jetzt hier abspeichern. Na toll. Oh, ich hab schon... Ich hab echt schon gedacht, wir sitzen jetzt hier in der Falle und müssen jetzt die Zeit abwarten, beziehungsweise uns töten. Aber da wurde dran gedacht, dass wir trotzdem noch hochkommen, wenn wir da drüber springen. Sehr gut, sehr gut. Hat Spaß gemacht. In 19 Sekunden ist das eigentlich zu schaffen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ist in Ordnung. You will not die. So, du willst nicht sterben. Na, mal schauen. Ich denke mal, hier gibt es wieder verschiedene Sachen, wo wir uns töten lassen könnten. Aber das klappt dann aus technischen Gründen nicht. Wir schauen mal. So, ich möchte mich gerne... Ja. Ich wollte in den Abgrund springen, wollte mich töten, hat leider nicht geklappt. Hier können wir drüber rennen. Hier müssen wir durch, hier kommen wir nicht dagegen. Das ist weg, war ja klar. So, da kommen wir nicht nach oben. Hier müssen wir jetzt natürlich warten. Okay, da ich sterbe. Ne, ich kann nicht sterben hier. Ich kann weder hier oben sterben, denke ich mal, noch kann ich hier sterben. Ich kann halt einfach nur durch die Tür gehen. Da passiert mir gar nichts. Der kommt weg und hier geht's weiter. Die 10er-Münze nehmen wir mit. Es kommt sogar noch ein bisschen Musik jetzt. Ich wollte aber kein Musiklevel spielen eigentlich. Sterbe. Ich möchte sterben. Ich kann nicht sterben. Ich muss in die Röhre rein. Und das ist Ziel. Okay. Und da wurden wir nochmal von der Kreissäge aufgeschlitzt und sind jetzt im Himmel, haben aber das Level auch beendet. Ich finde die Mechanik hinter so einem Leveln richtig toll. Aber ist halt irgendwie alles schon, was man kennt, ne? Luigi plays Football. Technik, Speedrun, ich mag ja Speedruns, aber das ist schon wieder alles zu überladen. Mario's Adventures Snow Mountain hat eine Abschlussrate von wie viel Prozent? 60? Ja, okay. Mal sehen, was uns dieser Snow Mountain, dieser Schneeberg hier für Überraschung. Ah, hier kann ich nicht rein. Oh, hier gibt es wahrscheinlich ein Leben, oder? Okay, blindfall nach unten. Da passiert nichts. Hier könnte ich mir wahrscheinlich einen Pilz holen, oder? Natürlich. Und eine Feuerblume. Und nochmal ein... nochmal ein Spurzel. Weil ich denke mal, jetzt wird wahrscheinlich... Kommt jetzt vielleicht sogar noch ein Boss. Ja, jetzt kommt ein Boss, ne? Oh, wir durften mal über einen Gegner springen. Und bekommen sogar einen Checkpoint. Okay, nochmal eine Feuerblume, jawohl. Die brauchen wir aber nicht, weil die haben wir. So. Du bist kaputt. Zwei Bloopers hat er für uns getötet. Und hier gibt es auf jeden Fall noch mal genug Leben. Sehr schön. Und dann sind wir, denke ich mal, auch durch. Was gibt's auf der Seite hier? Ah, guck mal. Da wird man noch mal belohnt. Gibt es noch mal ein Leben. Und dann schlittere ich einfach ins Ziel und bekomme aber nicht die Fahnenstange. Aber ist nicht schlimm. Hier gab es genug Leben und von daher ein wunderschönes Level. Das sind Nintendo-like Level. Die mag ich. Die bekommen definitiv immer ein Herz von mir.
Hat Spaß gemacht. Es geht weiter. Super Mario Surfing. Super Mario geht zur Schule. Nee, Winterpack. Was sind das für Level? Technik Level, Rocket Tour, Winterpack. Hier gibt es nicht so viel, aber ich glaube, umso weiter wir nach unten kommen, umso bessere Level gibt es auch. So war es, glaube ich, beim letzten Mal. Alfies Elf Boots. Könnte man nicht Deutsch mit mir reden? Kathy McAllister, Winterpack. Das ist eine Anlehnung an Kevin allein zu Hause. Happy Holidays, everyone. Aber eine Abschlussrate von 2% nur. Ah, das ist natürlich, denke ich mal, dann so Richtung Kaizo. Wir schauen uns wenigstens mal an. Wir sind allein zu Hause. Okay, wir haben 6 Türen, wenn ich das richtig sehe. Spinjumpen auf Schneebällen. Sind Kaizo-Level. Merry Xmas 2022. Gib mir doch nochmal ein schönes Nintendo-like oder ein Platforming-Level. Die sind gerade irgendwie nicht so wirklich mehr da hier, ne? Lift Speedrun, Platforming in the Cave. Das haben wir schon gespielt. The Lost Kingdom. Ist wahrscheinlich auch, ja, knappe 4% Kaizo Minigames. Snowstorm, Kaizo Light, Schneesturm, durch den Spike Canyon von dem Deutschen. 2-2, 35% Retro Cooper. Dein Level spielen wir jetzt. Wir schauen mal. Dürfte eigentlich noch nicht so schwer sein. Ist wahrscheinlich von einer Superwelt. Okay. Die Sonne dort gefällt mir natürlich jetzt überhaupt nicht. Okay, wir bekommen eine Feder. Kann man hier unten rein? Ich wollte mal schauen, ob das Fliegen genau wie Super Mario World ist. Oh, und es kommt ja nur ein Pilz raus, ey. Echt jetzt? Da kann ich reingehen, damit einfach von der Sonne weg. Okay, hier gibt's nur. Hier gibt's nur ein Leben und eine Zehnermünze. Ah, die Sonne ist weg. Und nochmal ein Pilz, okay. Ich hätte aber auch halt, wie gesagt, eine Feder bekommen können. Vielleicht gibt's ja nochmal eine Feder. Trampolin, brauche ich das? Auch das, um da hochzukommen, denke ich mal. Jetzt schnapp ich mir nicht mal die Feder. Ich wollte das mit dem Fliegen nochmal ausprobieren, aber egal. Ein schönes Level, hat Spaß gemacht. Und wir wollen ja heute am ersten Feiertag nicht so schwierige Level spielen. Und in 20 Sekunden muss man dieses Level auch nicht durchrushen, weil dann kann man ja das überhaupt gar nicht genießen. Das macht gar keinen Spaß sonst. Mensch, Chill Snow Platforming. Okay, 8%, das sollte theoretisch gesehen machbar sein. Wir schauen mal rein. Sollte eigentlich klappen, denke ich mal. So. Bin ich nicht zu weit gesprungen. Das war fies. Das war fies. So.
Ah, da hätte ich einen hohen Sprung drauf machen müssen. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Also ein bisschen Herausforderung. Warum springe ich da ab? Ich muss warten, bis der Lift nach drüben fährt. Mann! Leute, Leute, Leute. So. Okay. Jetzt springe ich über diesen verdammten Monty einfach drüber. So schwer ist es eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So schwer ist es eigentlich. Warum bin ich nicht gleich nach drüben gegangen? Och Mann. Der Spike da oben macht mir das Leben gerade ein bisschen schwierig. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung bis jetzt. Es ist eigentlich... Es ist eigentlich nicht schwer. Auch die Sprünge nicht. Warum verkacke ich hier jetzt so? Ja gut, man hat ja... man hat ja genug Leben, ne? So... Okay. Speicherpunkt. Ich hab den Monty zu spät gesehen, dass ich da drauf hüpfen muss. Ah. Aber wir sind immerhin an der Halbzeitflagge angekommen. Oder besser gesagt, am Speicherpunkt. Ob es die Halbzeitflagge ist... Wissen wir nicht so richtig, ne? So, ducken. Drauf hier. Rüber. Ah, da muss ich mich auch noch festhalten. Okay. Ich denke mal, hier gibt es Leben drin, ne? Ein Stern. Jetzt hänge ich da unten im Loch fest. Also drei Leben hat es auf jeden Fall gegeben. Einen Stern oben gab es nochmal ohnehin, den wir aber nicht gebraucht haben. Aber ein schönes Level. Gar nicht so schwer, aber ich denke mal, dass hier halt gezielte Sprünge vonnöten sind. Und die habe ich nicht so richtig drauf gehabt. Okay, wir gucken mal weiter. Wo sind wir denn bei 85? Short Light Platforming. 3,6%. Also es gibt auf jeden Fall drei Leben am Anfang, das habe ich jetzt auf dem Bild schon gesehen. Aber wir müssen hier Spin-Jumpen. So wie ich das sehe. Und dann darüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Das kriege ich hin, denke ich mal. Okay, 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 warte mal, wir müssen hier runter. Ach, dann muss ich nochmal da drauf landen. Okay, ich muss nochmal da drauf. Alles schwierige Sprünge hier. Ich bin nicht rübergekommen. So, das lief diesmal ein bisschen besser. Und dann hat es nicht ausgereicht von der Entfernung. Ah, Mist. Ich denke mal, man kann hier auch in einem Rush durchgehen. So, dann hier, dann nochmal hier drüben landen und hier hoch.
Halle, Julia. Oh, und da oben war eine Speicherfahne, wenn ich das richtig, gedeutet habe. Da war eine Speicherfahne. Ist das gemein mit den Manchas da. Das ist gemein da, weil man hat zu viel Power, ne? Den habe ich noch nicht erwischt da oben. Na gut. Ah, zu kurz, oder? Nee. Okay. So, einmal da und einmal dahin. Speicherpunkt nehmen wir mit. Sehr gut. Ei, ei. Schwieriger Sprung durch diesen. So, hier rüber und dann da drauf, ne? So. Und wie komme ich jetzt da runter? Okay, wir sind durch. Da gibt es nochmal eine Feder. Und ein Yoshi und ein Stern und dann sind wir durch. Okay. Geiles Level, coole Sprünge und wie gesagt, ich mag den Super Mario World Style. Ja, ist richtig, richtig cool. Also ich würde sagen, ein Level machen wir noch und dann sind wir heute am Sonntag schon wieder durch und wir können uns wieder dem widmen, was man Weihnachten macht, essen und trinken. Geschenke sind ausgepackt, alles gut. Okay, wir gucken mal noch. Was haben wir denn noch hier für ein schönes, schönes letztes Level? Desert Mario Plattform. Was haben wir denn für eine Abschlussrate? 6%. Ich denke mal, in 17 Sekunden kann man das Level schaffen. Ich brauche 5 Minuten. Wir schauen mal, ob wir hier durchkommen. Und das ist dann das letzte Level. Okay. Sehr gut, sehr gut. Da habe ich schon... Warum komme ich da nicht drüber? Und wie komme ich da drüben bei den Manchas weiter? Nächste Frage. Boah, okay, ich kann auf den Pieplöcken springen. Das ist aber alles ganz schön verwirrend hier. Erstmal in Abgrund gerannt. Ich wollte eigentlich einen Spinjump machen darüber. Ich drücke doch hier. Warum passiert da nichts? Ach, ich kann ja keinen Spinjump machen. Alles klar. Ui. Da muss man gerade nach oben springen. Ne? Ah, schwierig. Hätte der nicht, der Poki nicht eine Color weniger sein können? Mach immer denselben Fehler. Ich mach immer denselben Fehler. Ich bin auch schon mal drüber gekommen. Ich wollte gerade sagen, wie bitteschön. Soll ich hier weiterkommen? Oh Mann. Schwierig. Jetzt muss ich über den drüber hüpfen und dann an so einen Greifarm hier. Okay, da gibt es nochmal ein Leben. Oh Gott. Hä? Oh, da wäre das Ziel gewesen. Okay. Da muss man Anlauf nehmen, im richtigen Moment abspringen. Das wird schwierig. Soll ich mich jetzt wirklich hier dran versuchen an dem Level?
haben das Ziel auf jeden Fall schon mal gesehen. Ah, das ist schwierig. Man weiß nicht, wie viel Power man da braucht, um darüber zu kommen. Ja, das ist doch, das ist blöd. Das ist blöd gemacht. Das ist blöd gemacht. Ich möchte eigentlich nicht mit so einem Level aufhören. Und dann gehe ich immer zu schnell nach oben, weil ich Angst habe, dass ich ihn auf diesen Poki da springe. Das ist total doof, ey. Okay. Aber ich denke mal, das mit dem Band, das wird noch mal... Das wird nochmal richtig, richtig fies werden. Und das hier ist auch, glaube ich, fies. Weil das ist schon wieder hier zu viel. Da ist zu viel Ablenkung drin, diese blauen Punkte da. Das ist Wahnsinn. Jetzt ist er nicht gesprungen. Oder sie ist nicht gesprungen. Das Level ist an sich gar nicht so schwer. Das ist an sich gar nicht so schwer. Das ist auch eine fiese Stelle hier. Ich gebe kein Bu, ich gebe kein Herz. Ich möchte mit einem schönen Level, mit einem Sieg hier aus dem LP gehen. 20 Sekunden Run. Crazy Plattform. Was haben wir denn von Abstand? Ah, es wird immer weniger. Nicht gut, nicht gut. Toxic Swim Plattform ist die 100. Das haben wir. Komm, wir gucken uns das Fun-Level mal an. Was haben wir denn für eine Abschlussrate? 5%. Willst du mich veräppeln? Warum sind hier so schwere Levels am Ende? Ich möchte noch mit einem schönen Level den Part hier beenden. Dann hier so ein komischer Stil, den ich überhaupt nicht mag. Ach, da muss ich springen. Och, leck mich doch. Habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, ich kann da durchspringen. Es geht nur 20 Sekunden, aber warum ist er jetzt da nicht abgesprungen? Das verstehe ich nicht. Oh, 6 Sekunden nur noch, hätte ich ja eh nicht mehr geschafft. Und dann komme ich nicht da hoch. Das gibt's doch nicht. So, das ist ja... Das ist ja alles noch okay. Ah, die Chance hier. Da muss man genau durchspringen. Aber wenn man den Münzen folgt, denke ich mal, hat man eine gute Chance. Dann hat man eine gute Chance, ja. Okay, jetzt hätte man nach oben gemusst. Ja, stimmt. Okay, ich hab's verstanden.
Ich habe es verstanden. Man hat sogar noch 3 Sekunden am Ende übrig. Und hinter der Wolke ist die Fahnenstange gewesen. Alles gut, schönes Level und ja. Ich denke mal, das sollte es auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Part wieder von Super Mario Maker 2. Habt noch einen schönen zweiten Feiertag. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.